Hallo und noch ein Video auf meinem Kanal Gamefield. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir reagieren heute den Trailer, Formel 1 Trailer, den neuen Formel 1 Trailer von Formel 1 2021. Der kommt jetzt in 10 Tagen, nee, in 11 Tagen kommt das Spiel ja raus. Der Trailer ist ja schon ein bisschen älter, aber kann man jetzt angucken. Naja, ist nicht alles Neues. Und ich will dann immer wieder was zu sagen mit diesem Trailer, was ich vielleicht verbessert habe, was ich dann so sehe. Was ich hier schon sehe, so erstes Mal, wenn man hier so rumgeht, ich finde, dass die Straße besser aussieht, 100%, dass die Straße besser aussieht. Die Lackierung, die haben ja gesagt, neue Grafik-Update und so, bla bla, neue Grafik und so, sehe ich jetzt nicht hundertprozentig. Die Straßen, Gras und so, die Autos sehen ziemlich gleich aus, für meine Meinung. Wenn man von hinten sieht, ja, sehr gleich wie jetzt, klar, vielleicht hat man mehr Texturen. Naja, wenn man das hier hinguckt, bald. Ah, ich will das sehr scharf haben. Mein Gott. Habe ich jetzt hier mal. Ah, die Lackierung von Alpine ist die beste Lackierung von Alpine da hinten. Oh, sehr. Und diese Menschen, diese Charakteren, die Skins, die sind 100% verbessert. Das ist ja die Storyline und die Storyline. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Storyline da. Bin ich wirklich gespannt, was da alles so passiert. Weil das sieht schon heftig aus. Diese Skins und diese Haare und die da hinten sieht schon heftig aus. Und ich freue mich auf diesen Karrieremodus in diesem Spiel. Freue ich mich extrem. Das sieht einfach episch aus, diese Einblicke in die Karrieremodus. Oder Story-Karrieremodus. Einfach so Pressekonferenz mit Ocon, das ist der mein Skin und Lando Norris. Boah, freue ich mich schon. Und da sieht man schon, dass die Texturen viel besser sind. Ne? Da finde ich es schon. Auch diese Landschaften sieht schon besser aus. Sieht geil aus. Wenn man das hier sieht, dann sieht es doch schon besser aus. Ne? Ich habe ihn einmal gesehen, das ist jetzt das zweite Mal, glaube ich. Jetzt sehe ich das Meer. Was ich hier sehe, den Helm, sieht krass aus, ne? Das ist ja mein Skin. Der sieht schon heftig aus. Leider ist hier noch der Racing Point drinnen, ne? Der sieht auch geil aus. Hinten die Beleuchtung. Die Straße ist 100% krass. Ja, und das ist ja das neue Menü. Hat sich jetzt nicht so viel verändert, aber einfach diese scheiß Alpin-Farbe, das ist so geil. Leider, was man hier sieht, ist ja immer noch nicht, die haben, ist ja von Formel 1 persönlich der Kanal. Und aber da hat man gesehen, dass die noch nicht ganz fertig sind, weil diese Spitze hier ist nicht die Originalspitze jetzt. Ja, da waren die einfach noch nicht so weit, haben die das noch nicht entwickelt und so. Aber wirklich, ich sag mal so, es sieht wirklich richtig gut aus insgesamt, diese. Es sieht, die Alpinfarbe ist eh richtig cool. Was hier cool ist, ja klar, man, das ist eigentlich, da hat sich eigentlich auch nicht viel verändert. Sieht immer noch gleich aus. Das ist geil. Die Verbesserungen, erstmal diesen weißen Strich, da sieht man alles viel besser, wer wirklich vorne ist. Und was wirklich cool ist, das ist einfach diese Teile, jetzt sieht man, das ist eigentlich auch eine Riesenverbesserung. Jetzt sieht man, welche Teile, was man verbessert, und das macht mehr Feeling rein im Spiel. Ja, das und so. Und in der Nacht sieht auch cool aus. Die Strecke sieht viel cooler aus und die Autos auch in der Nacht. Das sind ja die Skins, die man die bessere Edition dazu kaufen kann. Ja, doch, wenn man jetzt hier so sieht, die
Grafik wurde schon verbessert. Diesen oben, diesen Anflug ist schon krass. Auch der Regen sieht schon besser aus. Das ist egal, schauen wir das alles an. Da bin ich enttäuscht. Ich meine, viele haben ja gesagt, My Team Karriere wird viel verbessert, dass man die Teile hier austauschen kann. Sieht hier bis hier noch nicht so aus, dass man die Sachen weg. Die hat, der hat immer noch die hässliche Spitze. Vielleicht kann man das dann wechseln, das weiß ich jetzt nicht, aber bis jetzt sieht es nicht so aus. Das ist richtig cool. Man kann jetzt vorspielen, vielleicht Instant Gaming ist billiger, 40 Euro in Instant Gaming. Und ich muss wirklich hier so sagen, ein unfassbares Spiel, das ich mich sehr freue am 16. zum Spielen. Freue ich mich extrem drauf. Ich sag mal so, ich lasse das Spiel, den Trailer jetzt wirklich ganz normal abspielen und deswegen sage ich jetzt schon auf Wiedersehen. Weil nach dem Trailer, ich spiele den Trailer jetzt noch ab und dann ist es aus und deswegen sage ich jetzt schon ciao. Deswegen auf Wiedersehen, einen Daumen hoch und ein Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.